Let's Dance ist weiterhin von der Corona-Pandemie geplagt. Nun wurde die neueste Folge mit einem Song von Nena eröffnet. Das sorgte für Unverständnis bei den Zuschauern. In der fünften Folge von Let's Dance drehte sich alles um das Motto Made in Germany. So tanzten die Promis am Freitagabend zu deutschen Songs wie Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim oder Mein kleiner grüner Kaktus von Max Rabe. Doch bevor die diesjährigen Kandidaten über das Parkett wirbelten, wurde die Show von den Profitänzern eröffnet, und das zu einem Song von Nena. Zu Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann performten Ekaterina Leonova und Co. ihre Choreografie. Im Netz hagelte es währenddessen Kritik. Wir haben doch echt genug deutsche Musik, dass man Nena nicht spielen muss, kommentierte zum Beispiel ein Zuschauer bei Twitter. Könnt ihr bitte nicht Schwurbel Nena spielen? Fragte ein anderer. Ebenfalls im Netz zu lesen, reicht es nicht. Dass Let's Dance im Grunde Let's Spread ist, jetzt auch noch ein Nena-Opening. Wer hat das für eine gute Idee befunden? Einer ähnlichen Meinung ist auch ein weiterer User, Nena in einer Tanzshow zu spielen, in der zig Menschen wegen Covid-krankheitsbedingt ausfallen, ist halt auch eher nur so semi-geil. Die diesjährige Staffel ist von der Corona-Pandemie geplagt. In jeder bisherigen Folge bis jetzt fiel mindestens ein Star aus. Den Anfang machte Joachim Jambi. Der Juror musste in der Kennenlernshow die Tänze der Kandidatin aufgrund eines positiven Testergebnisses aus dem Homeoffice heraus bewerten. Es folgten Promis wie Hardy Krüger Junior, Caroline Bosbach oder Timo Oelker. Aktuell fehlt neben Kandidat René Kesseli auch Moderator Daniel Hartwig. Dass ausgerechnet ein Song von Nena gespielt wird, können viele Zuschauer nicht verstehen. Die 99 Luftballons-Interpretin hatte im vergangenen Jahr immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Erst zeigte sich die Sängerin mit bekannten Verschwörungsideologen zusammen auf einer Party, dann machte ein Video die Runde, wie sich die Musikerin auf einer Bühne vor ihren Fans über die damaligen Corona-Regeln auslässt. Viele Veranstalter distanzierten sich von der 62-Jährigen, bis sie ihre komplette Tour von sich aus absagte. Ich mache da nicht mit, schrieb sie im September an ihre Fans.